Jo, hallo, grüß euch, da ist wieder der Steve, der Flusswanderer, mit einer weiteren Ausgabe von Flusswandern mit Steve. Ich werde mich jetzt auf dem Weg nach München machen und dort den Ingo von der Spätschicht abholen. Und dann fahren wir gemeinsam nach Braunau und paddeln den unteren Inn von Braunau bis Passau auf 58 Kilometer. Wir haben 2 Tage Zeit und ich habe das Gummotex SeaWave im Gepäck. Das sollte eigentlich das ideale Boot für den langsamen Regenfluss sein. Ja, der kommt mir bekannt vor. Ja, schon mal irgendwo gesehen. Salve! Was geht, Alter? Alles fit? Alles fit, ja. Sehr gut. Nachdem ich in Ingo in München aufgearbeitet habe, haben wir sie dann wieder ins Auto gesetzt und sind den ganzen Weg wieder zurückgefahren nach Braunau an die bayerisch-oberösterreichische Grenze. Ja, Braunau. Gar nicht so schief, wie man glaubt. Schaut nachts besser aus als am Tag. Ja. Ich meine, einen Vogel haben wir schon, weißt du, zwei in der Nacht, dann nach der Arbeit und zum Fluss zu erfahren. Nachdem wir dann um 2 in der Nacht endlich in Braunau angekommen sind, haben wir das Auto auf einem kostenlosen Parkplatz in der Nähe von der Innbrucken abgestellt und haben sie auf den Weg gemacht zur Enknach, einem kleinen Nebenfluss vom Inn, an der sie auch das Vereinshaus vom Kajakverein Braunau und unser Einstiegsstö befindet. Der Verein ist recht gastfreundlich, man kann da nach Voranmeldung auch jederzeit im Vereinshaus übernachten. So, jetzt schaffen wir es endlich einmal aufs Wasser. Wir sind gestern dann um 3 auf die Nacht ins Bett gegangen. Haben da neben dem Kajakverein Braunau einfach auf so einer Rosenfläche gezettelt. Das ist gut gegangen. Aber keiner von uns hat irgendwas geschlafen. Also die Nacht war richtig furchtbar. Verkehrslärm da vor der Brücke. Also wir schauen drei wie die Halbfertigen. Aber jetzt sind wir froh, dass wir endlich aufs Wasser kommen. Wir booten da jetzt in einen Nebenfluss vom Inn ein, und zwar in die Enknach. Das ist so ein ganz kleines Bachel. Aber recht schön, wunderschönes, glasklares Wasser und der mündet dann noch 100 Meter oder so in den Inn und da beginnt dann unsere Tour. So, dann sind wir schon am Inn. Viel Strömung hat er nicht. Ist halt alles gestaut, gell? Ich schwöre, dass wenn die Bedingungen so bleiben, dann können wir sich echt die Finger anschlecken, weil wenn du da voll Wind hast, dann brauchst du gleich doppelt so lang. Ja, ein bisschen eine Strömung ist, das ist das Gute. Also man merkt es zwar nicht, aber man kommt trotzdem schneller voran. Also deswegen gar nichts war. Diese wunderschönen naturnahen Ufer da. Ganz ein wertvolles Vogelhabitat. Die Vögel blären auch was zusammen. He? Das ist wie im Papageienhaus. Ja. Im Ostwestfälischen. Bei den Kraftwerken am unteren Inn handelt es sich um sehr große und leistungsstarke Anlagen, in etwa vergleichbar mit den Donaukraftwerken.
Die Ein- und Ausstiegsstellen sind vorbildlich ausgeschildert, die Umtragungswege mit Bootswagen gut zu bewältigen und teilweise werden sogar Bootswagen von den Kraftwerksbetreibern zur Verfügung gestellt. Spätestens? Ja, 12. Ja gut, da kann man schon noch knüppeln. Ja. Wir müssen auch knüppeln, weil ja. 60 Kilometer in zwei Tagen auf so einem Fluss, das ist schon nicht ohne. Wie ist das auch hier? Wie ein Schwein. Das sind schon riesige Kraftwerke, gell? Wie die Donaukraftwerke. Ja, da gibt es doch ein bisschen an Passau. Ja. Die Sensationelle ist, wir haben sogar Rückenwind, oder? Ja. Sag nicht so laut. Das ist auch krass, in dem Abschnitt, also seit dem letzten Kraftwerk ist in der Kilometrierung kein einziger Anhaltspunkt bis zum nächsten Kraftwerk. Das sind glaube ich 13 Kilometer, da kommt nicht einmal ein Brücken, nichts. Ja, so weit ist es nicht mehr. Man sieht schon, dass es ein Kraftwerk ist. Oh, da wird's flach. Wahnsinn, gell? Man glaubt echt, es wird gleich finster. Ja. Das ist früher schon 5 war. 3. 3. 3 noch mit durch. Ja, das war jetzt das Kraftwerk bei Obernberg. Das ist das zweite von 4. Eigentlich waren da jetzt schöne Zeltplätze gewesen, aber wir wollen nur ein wenig weiterfahren, weil sonst fahren wir dann morgen noch so weit. Es sind noch ca. 35 Kilometer bis zur Mündung in die Donau. Und wahrscheinlich wird heute die Lagerplatzsuche ein bisschen ein Problem werden, aber hoffen wir mal das Beste. Nachdem wir das Kraftwerk Obernberg umkarrt haben, sind die Bedingungen ziemlich unangenehm geworden. Es hat stark zum Regnen angefangen. Ich habe keine Regenjacken dabei gehabt und der Ingo hat vergessen, seine Trockenhosen anzuziehen. So hat der über mehrere Stunden eiskalte Füße gehabt. Die Stimmung war dann schon ziemlich im Keller und wir haben beschlossen, bis zum Kraftwerk Scherding durchzuknüppeln. Das, was wir dann in völliger Dunkelheit erreicht haben. Oh, Sonne. Naja. Ingo, ab jetzt wird die Tour richtig geil. Das glaube ich. Ab jetzt sind die Betonwände viel schöner. Das ist ein gescheiter Hatscher, gell? Ja. So, jetzt haben wir gestern am Kraftwerk Scherding dann sowas wie ein Notbiwak aufgestellt, weil es ist dann schon finster geworden und vorher war auch nirgends mehr ein brauchbarer Zeltplatz, weil alles so verschlammt und verschüfft ist. Und es war dann gestern echt schon finster, wie wir da angekommen sind. Heute ist aber das Wetter wieder viel freundlicher, die Sonne scheint und jetzt fahren wir weiter nach Scherding.
Ja, Schering, das ist schon eine richtig geile Stadt, aber ist auch schon oft abgesoffen. Aha. Bei Hochwasser. Ja, wir werden jetzt in Schering einen kleinen Zwischenstopp einlegen, obwohl es eigentlich in unseren Zeitplan überhaupt nicht passt, aber das ist wirklich eins von den Highlights auf der Strecke. Also, wenn ihr da vorbeifahrt, müsst ihr unbedingt in Schering einen Kaffee trinken. Nein, aber wirst sehen, also der Durchbruch, der was jetzt kommt, der wird dir dann nochmal gefallen. Also das ist dann doch nochmal deutlich spektakulärer wie das bis jetzt. Ja, ja. Du meinst, das reißt die Tour dann noch aus? Ja, das weiß ich nicht, weil jetzt hast du schon ziemlich gekotzt, aber vielleicht kann ich nur Schadensbegrenzung betreiben. Genau. Oh ja, auf die Endrab-Rechnung, da kannst du dich jetzt schon freuen. Ja, da freue ich mich schon. Die Barockstadt Schärding ist ein perfektes Beispiel für den sogenannten In-Salzach-Stil, ein Baustil, der bekannt ist für seine bunten Häuser mit hochgezogenen Fassaden, die quasi die Dächer von den Häusern verdecken. Den Baustil findet man aber nicht nur entlang von In- und Salzach, sondern zum Beispiel auch in Wöls am Stadtplatz. Nachdem wir dann noch die Fragen vor ein paar neugierigen Touristen beantwortet haben, sind wir endlich wieder in unsere Boote gesessen, weiter Richtung Passau. Da der ist ein Pressetermin hinter dir hast, kann man endlich wieder losmachen. Ja, aber was mir schon aufgefallen ist, du überlässt dir bei mir den geschissenen Smalltalk. Wir reden dich ja nicht ein. Ja. Weißt du, was da los ist? Ja, ich auch nicht. Ja. Das läuft irgendwie komplett falsch. Ich komme mir immer vor wie der Vierrad am Wagen. Ja, der Wagen hat eh vier Rad. Von dem her passt es eh. Ja, das da vorne ist jetzt das Kloster Formbach und da beginnt jetzt dann der Durchbruch, von dem ich da zuerst erzählt habe. Diese Formbacher Enge, da wird ein total schmaler Fluss. Und bevor das Kraftwerk gebaut worden ist dahinter, war das ein richtig wilder Abschnitt. Also da ist richtig zur Sache gegangen. So, Ingo, der Johannisfelsen. Mit dem heiligen Nepomuk. Richtig. Da sind wir jetzt am sogenannten Johannisfelsen mit der Figur des heiligen Nepomuk. Die hat es 2013 beim letzten Hochwasser weggefetzt, aber sie haben dann wieder eine neue Figur aufgestellt, erfreulicherweise. Also das ist leider eine ganz andere Stimmung, oder? Das stimmt ja, gestern war der. Da hast du schon von Kilometer zu Kilometer unglücklicher reingeschaut. Ja. Ich hab mir schon doch gleich gesagt, der Steve, du. Wir brechen ab. Ja. Bin in der roten Zone. Ja, da war ich ja drin. Also da. So, das ist jetzt das Kraftwerk Ingling. Nicht nur das letzte In-Kraftwerk, sondern auch das letzte Kraftwerk auf unserer Tour. Und von dahinter sind es dann noch 4 Kilometer bis zur Mündung in die Donau. So, da war wieder 900 Meter zum Gehen, also ja, ja. Ziemlich weit. In Erinnerung habe ich, dass die Einstiegsstelle ein bisschen scheiße ist, total glitschig. Da hat es mir letztes Mal richtig aufs Maul gehauen.
jetzt mal so glitschig da. Ja, heute ist eh super gegangen. Also, das war echt das Glück, dass wir gestern nur so viel gemacht haben. Weil genau. Ja, das ist uns heute extrem zugute gekommen. Weil ja. Wir mit Kaffee saufen, sind wir total gut in der Zeit. Ja. So, jetzt haben wir die letzte Umtragung auch hinter uns. 4 Kilometer noch bis zur Mündung in die Donau. Aber durch das, dass wir nicht ganz bis zur Mündung fahren, sondern davor schon aussteigen, machen wir da jetzt unser kleines Fazit. Also Ingo, wie hat dir der Inn so gefallen, der untere Inn? Ja, also gestern, wo wir von Braunau weggefahren sind, also hat mir das auch noch total gefallen. Und dann ist es einfach nur noch eintönig und langweilig geworden. Das hat sich gezogen. Ich habe gestern in Ingo vor dem ersten Kraftwerk einmal gefragt, und wie hat es dir so gefallen? Er sagt, das war das Elendigste, das Langweiligste, was ich bis jetzt gefahren bin. Also, aber heute war es dann ein bisschen besser. Ne? Ja, dann waren wir noch in Scherding, haben wir noch einen Kaffee getrunken heute früh, und dann ab Scherding ist es dann nochmal richtig schön geworden, da hügelig und so. Also wenn ich das, habe schon zum Steve gesagt, also den ersten Tag gestern, den hätte man weglassen können. Also ja, also ich muss dazu sagen, man kann am Inn, also ich unterteile den Inn immer in 3 Abschnitte. Das ist jetzt der untere Inn, also quasi da ist der Inn die Grenze zwischen Bayern und Österreich. Dann gibt es den mittleren Inn, da fließt der Fluss nur durch Bayern, da ist er auch so ähnlich wie da, wenn nicht nur elendiger. Und dann gibt es noch den oberen Inn, der geht dann von Mötz quasi durch Tirol bis Kufstein, und da ist der Inn dann wirklich geil mit schneller Strömung und alles. Also wir werden eh noch alles fahren, wenn wir es deichseln können. Das war jetzt einmal der unterste Abschnitt, also eher in Kombination mit der Salzach interessant. Ja, also wenn man auf der Salzach startet in Salzburg, dann kann man das auch noch mitnehmen, dann hat man es halt komplett. Aber nur jetzt der Abschnitt alleine reicht einmal, oder? Den haben wir jetzt Gott sei Dank. Bringe die nicht nochmal. Na gut, ja, dann fahren wir noch fertig. Und ja. Du hast da eine richtig geile Kulisse mit dem Dom. Also du siehst auch von da die Stadt eigentlich viel besser, wie wenn du von der Donau kommst. Weißt du, wie der Dom heißt? St. Stephan. Die größte Domorgel der Welt. Du bist eh so musikalisch, kannst dich gleich hinsitzen und ein wenig spielen. Gigi D'Agostino. So, Ingo, haben wir es. Schlag ein. Ja. Yes! Geil war es wieder. Geiles Finale noch. Wir können uns nur irgendeine gescheite Rampen herbauen für Bootstouristen. Das stimmt. Nach ca. 57 Kilometer auf dem Inn haben wir dann unser Fort linksufrig vor der Mündung in die Donau beendet. Man kann natürlich auch noch bis zur Mündung in die Donau weiter paddeln, allerdings ist dann die Ausstiegsstelle relativ weit vom Bahnhof weg. Und auf der Donau weiter paddeln war wegen Zeitmangel auch keine Option gewesen für uns, zumal die nächsten Bahnhöfe erst relativ weit flussabwärts liegen. Das war eine weitere Ausgabe Flusswander mit Steve. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Ingo ist auch schon wieder im Zug zurück nach München. Ich muss jetzt leider nur nach Braunau fahren, weil dort noch das Auto steht. Dann geht es auch wieder heim nach Wels. Und wir sehen uns in dem Format bald wieder auf einem anderen Fluss. Macht's gut. Ciao.